dann kennen wir vier Faktoren, die notwendig sind. Der eine Faktor ist, es müssen viele junge Menschen da sein. Mhm. Das klingt banal, ist aber wichtig. Ich gehe dahin, wo meine Freunde sind, wo meine Bekannten sind. Das ist das, was wir Schwarmwanderung nennen. Zweitens, es muss eine Hochschule vorhanden sein. Drittens, es muss eine bauliche Attraktivität da sein. Wir brauchen ein Zentrum. Und das vierte ist, da möchte ich an Herrn Stetzer anknüpfen. Sie haben es als Story bezeichnet. Wir sagen Unique Selling Proposition, es meint dasselbe. Sie brauchen die positive Aufmerksamkeit, Sie brauchen etwas, wofür Sie stehen. Das Wichtigste ist wirklich, eine eigene Qualität zu haben, für die man steht. Unspezifische Städte werden nicht wahrgenommen in Deutschland von den jungen Leuten. Ich brauche ein Thema und nicht die Gemengelage Ruhrgebiet, die aus der Historie bedingt da, glaube ich, eine Riesenherausforderung ist, weil sie unspezifisch ist. Wohnen war ein ganz wichtiger Aspekt. Ja. Dabei ist uns noch mal klar geworden, dass das Wohnen, das Mietniveau hier im Ruhrgebiet doch eher positiv ist. ÖPNV, auch gerade haben wir schon gehört, das Auto hat nicht mehr den Wert eines Statussymbols, wie das früher der Fall war. Dafür ist der ÖPNV ganz besonders wichtig und da gibt es durchaus noch Verbesserungspotenzial. Wir haben ja vor allen Dingen das Thema Industrie 4.0 und Internet der Dinge vor uns. Wenn Sie jung sind, gehen Sie dorthin, wo Sie sozusagen diese Veränderung vorantreiben und nicht sozusagen dorthin, wo die Veränderung Sie zwingt, sich umzustellen. In der Industriegesellschaft hat man ziemlich klare Vorgaben gehabt, was man tun muss. In der Netzgesellschaft geht es immer wieder darum, eigene Ideen einzubringen. Und diejenigen, die damit aufwachsen, sehen das als ihre Chance, suchen Leute, die ähnlich strukturiert sind und landen dann in Regionen, die erstmal sehr begrenzt sind auf einzelne Städte. Also zum Beispiel NRW, Köln ist so ein Hub. Wenn Sie dann an Gelsenkirchen denken, wird man erstmal ganz wenige finden, die in dieser Richtung denken. Gerade eine Region mit so einer Geschichte wie hier, es gibt überall Perlen. Menschen, die was bewegen wollen, Menschen mit super Ideen. Die Frage ist, gibt es eine Plattform, wo sie kommen, sich austauschen und Dinge weiterentwickeln? Sowas kann man tun. Ich habe vorhin so Coworking Spaces genannt, wie im Unperfekthaus oder diese Social Impact Lab. Das sind Orte, wo Menschen zusammenkommen, Ideen weiterentwickeln. Und weil sie Sinn darin sehen, was sie tun und merken, sie haben hier so ein tolles Potenzial. Damals war das Problem in Berlin, ich habe eine geile Idee, aber ich finde niemanden, der dafür was Geld in die Hand nehmen würde. Sie haben hier Industrie, Sie haben Erfahrungen, Sie haben Leerstände. Auch Leerstände sind ein Potenzial, Raum, in dem Entfaltung möglich ist. Man braucht eigentlich Vorbilder, Menschen, die zurückgekommen sind, die dann die Botschaft, dass es gut funktioniert hat, nicht nur in der Region verbreiten, sondern auch in ihren Netzwerken, die noch in Berlin sind, in Hamburg, in Köln, in München und so weiter. Und wenn diese Botschaft sich mal durchgesetzt hat, dann ist plötzlich diese USP, die Story, egal wie Sie es nennen, wird viel lauter. Also ich kann schon sagen, dass die meisten Jugendlichen, mit denen ich spreche, die ja alle aus dem Ruhrgebiet kommen, aus verschiedenen Städten zwar, die sind eigentlich alle sehr zufrieden hier. Bis auf vielleicht die Situation auf dem ersten Ausbildungsmarkt, aber das regelt sich dann meistens auch mit Anfang 20 spätestens. Also die kulturelle Vielfalt, kulturelle Angebote, man hat hier, man kann in 5 Minuten mit dem Fahrrad ins Grüne fahren, die Verkehrsanbindung ist wunderbar, also das ist alles vorhanden. Die A40 gilt ja ganz, das ist ja ganz bekannt, dass sie als Sozialäquator gilt. Und es ist schon sehr auffällig, dass im Norden tatsächlich eher ärmere Menschen wohnen, im Süden der A40 eher reichere Menschen. Ich finde, das ist schon auf jeden Fall eine Einbuße an Lebensqualität, wenn man in einem nördlichen Bezirk wohnt. Weil dort ist es einfach, ja, auch weniger schön und anstrengender, dort zu leben und dort klarzukommen und von dort auch wegzukommen vor allen Dingen. Und ich glaube, wenn man da ansetzen würde, dass man vielleicht Stadtteile aufwertet, dann wäre das schon ein guter Anfang. Das Schlüsselwort ist sicherlich Kooperation. Wir müssen mehr miteinander kooperieren. Und Polyzentrik kann ja auch Vielfalt bedeuten, anstatt von Langeweile. Also das kann man ja auch ins Gegenteil positiv verkehren. Und ganz entscheidend ist, glaube ich, dass wir uns noch mal bewusst machen, dass wir hier 250.000 Studenten haben vor Ort.
Wenn es gelingen würde, die dann auch nach ihrem Schulabschluss oder Studienabschluss hier in der Region zu halten, sei es als Mitarbeiter in großen oder mittelständischen Firmen, sei es auch als Unternehmensgründer, dann würden wir, glaube ich, einen ganz weiten Schritt nach vorne tun. Denn das Image des Ruhrgebietes ist von außen betrachtet oft nicht gut, aber wenn man die Leute fragt, die hier leben, dann leben die hier sehr gerne.